Hallo zu einem neuen Video aus der Reihe Auswandern Deutschland, Gran Canaria, Norwegen. In diesem Video geht es hauptsächlich um den Papierkram. Viele von euch, darunter auch Bekannte und Verwandte, wollen auswandern oder sind schon ausgewandert. Manche trauen sich aber einfach nicht, weil, ja, was brauche ich dafür? Das möchte ich in diesem Video besprechen. Manche machen sich es natürlich auch ein bisschen zu einfach. Die fliegen oder landen einfach irgendwo und dann, ja, in den meisten Fällen sind sie dann eben nach einem halben Jahr zurück oder manche tauchen auch unter. Auch das ist natürlich möglich auf den Kanaren. Ja, legal oder illegal, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe zwar schon einige Freunde und Bekannte rechtlich beraten über das Thema Auswandern, allerdings gilt natürlich in diesem Video jeglicher Haftungs- und Garantieausschluss. Rechtliche Regelungen können sich ändern, können ergänzt werden und manchmal führen auch verschiedene Wege zum Ziel. Daher solltet ihr euch so viel wie möglich Informationen einholen, sei es von Behörden, von Botschaften oder eben auch von Leuten, die tatsächliche Erfahrungen haben. Wovon ich abraten möchte, sind allerdings Foren. In Foren sind selten Leute, die euch wirklich Gutes wollen. Ich habe zwar auch schon eben positive Erfahrungen in Foren gemacht, aber oft sind es eben Schwätzer, Besserwisser oder auch Leute, die euch abzocken wollen. Also Vorsicht da. Ich habe mich damals beim Deutschen Auswärtigen Amt erkundigt und bei verschiedenen Umzugsfirmen. Und bei beiden eigentlich auch Falschinformationen erhalten. Bei einer Umzugsfirma, die wir vorher hatten, gab es angebliche Hindernisse, sei es, dass der Wagen nicht importiert werden konnte oder wir irgendwelche ominösen Nummern brauchten, die wir am Ende nie gebraucht haben, die wir uns aber trotzdem besorgt haben. Aber besser ist es halt, auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet zu sein, als am Ende dazustehen und wieder nach Hause zu müssen, um irgendwelche Papiere zu holen oder erstmal zu beantragen und diese womöglich auf Spanisch übersetzen zu lassen. Leute, die untertauchen, haben wir auch auf den Kanaren kennengelernt. Auch das ist zweifellos möglich. Einige haben als Hippie gelebt. Sehr schön, auch wirklich als Hippie, also nicht als Assis einfach nur so dem Namen nach, sondern tatsächlich mit ökologischem Anbau und Selbstversorgung. Und andere, die sind halt doch eher untergetaucht, weil sie in der Heimat auch einigen Dreck am Stecken hatten. Für manche mag es ja verlockend und abenteuerlich erscheinen, einfach auf eine Insel zu ziehen und dort eben zu leben. Auf den Kanaren ist es ja auch mit dem Euro möglich, man hat vielleicht seine deutsche Kreditkarte oder genug Bargeld. Aber es hat A, die rechtliche Komponente, dass es eben strafbar ist. Tatsächlich kannst du im EU-Raum zwar überall hinreisen und dich erstmal überall aufhalten, aber du hast die Pflicht, dich dann auch da zu melden. Machst du das nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums, machst du dich strafbar. Die andere Komponente ist, bei Einheimischen, in dem Fall bei den Canarios, sind solche Leute überhaupt nicht beliebt. Also du findest so garantiert keinen Kontakt, geschweige denn Arbeitsplatz. Auto kaufen ist dann auch nicht möglich, solche Geschichten. Das sollst du bedenken, wenn du wirklich irgendwo untertauchen willst, ist das ein hartes Leben. Manch einer mag sich jetzt an dieser Stelle sagen, naja, ich habe ja mein eigenes Auto mit, was kümmert mich das? Aber auch das ist rechtlich ein Problem, weil du darfst gar nicht im europäischen Ausland über 6 Monate hinaus mit deinem Fahrzeug auf deutsche Kennzeichen, auf deutsche Papiere und deutsche Versicherung angemeldet sein. Erstmal zahlt eben deine Versicherung dann nicht mehr. Und zweitens ist es generell auch vom Staat her strafbar. Und wenn du dann von der Polizei aufgegriffen wirst, dann hast du natürlich ein gewaltiges Problem. Du kannst natürlich dann sagen, ja, ich wollte mein Auto gerade ummelden. Aber so einfach ist das nicht. Weil wenn du mal da bist und vorher nicht die Einwanderung klargemacht hast in Papierform, dann ist dein Auto ein Importgut. Das heißt, es musst du einführen. Du zahlst dann Zoll und Steuern dafür. Und an diesem kleinen Beispiel siehst du schon, was das eben für Probleme verursachen kann, wenn du dich nicht richtig vorbereitet hast. Ähnliches gilt übrigens für das Thema Vermietung. Du kannst natürlich illegal von einem Kanario ein Haus mieten und eben bar bezahlen. Nur dann was? Dann hast du ein Dach über dem Kopf, schön. Aber du willst vielleicht auch Post dahin bekommen. Ein Einschreiben, ein wichtiges oder ein Paket. Jetzt haben wir aber da das Problem, dass die Kanaren zollautonom sind. Das heißt, selbst von Spanien und erst recht von Deutschland gehen Pakete durch den Zoll. Und ist da keine sogenannte NIE-Nummer drauf, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, dann kriegst du das Paket erst gar nicht. Also besser direkt von der legalen, sicheren Seite. Das Wichtigste, was du haben solltest, ist ein Reisepass. Zwar kannst du auch in der EU mit dem normalen Perso herumreisen, allerdings wird der Perso nicht gerne gesehen und er ist eben auch nur innerhalb der EU gültig. Wenn du zum Beispiel von Spanien nach Marokko rüberreisen möchtest oder von den Kanaren, dann geht das nur mit einem Reisepass. Weil der deutsche Perso ist nichts anderes wie ein Ausweis, der bescheinigt, dass du Personal der BRD GmbH bist.
Zusätzlich brauchst du noch eine Geburtsurkunde aus Deutschland. Das muss eine notariell beglaubigte und übersetzte Urkunde sein. Das heißt, das kannst du nicht selber mit Google-Übersetzer machen, sondern da musst du zu einem zugelassenen Übersetzer gehen, der das auch bescheinigt. Mit diesen Dokumenten kannst du dann eine Nähe ohne Residenz hier beantragen. Das bescheinigt bloß, dass du eben in Spanien Geschäfte machen kannst. Es ist allerdings keine Residencia, davon hast du sicher schon gehört. Eine Residencia besagt eben, dass du auch da wohnst und das hat einige Vorteile. Sei es innerhalb der Inseln günstiger Reisen und noch einiges mehr. Um diese Residencia zu bekommen, brauchst du einen spanischen Mietvertrag. Mit diesem spanischen Mietvertrag gehst du dann zum Bürgeramt, der sich dort Ayuntamiento nennt. Und der wiederum beantragt die Policía Local, in deinem Dorf, in deiner Stadt nachzusehen, ob du auch tatsächlich da wohnst. Der stellt dir eine Bescheinigung aus und mit diesen ganzen Bescheinigungen gehst du dann zur Policía Nacional. Policía Nacional, die stellt dir wiederum die Nähe aus. Spanisch ist übrigens auf spanischen Behörden logischerweise Amtssprache. Und anders als in Deutschland musst du dort Spanisch sprechen können. Kannst du also nicht mehr als Hola, dos cervezas, por favor, sagen? Dann brauchst du einen Dolmetscher oder eine Gestoría. Ein Gestor ist so eine Art Amtsgänger. Im Prinzip sowas ähnliches wie ein Notar oder ein Rechtsanwalt. Das heißt, den kannst du mit Behördengängen beauftragen. Das kostet natürlich ein bisschen was Geld. Meistens sprechen auch die nur Spanisch, wenn du Pech hast. Auf manchen Inseln gibt es natürlich auch deutschsprachige Gestors. Selbst Spanier beauftragen oft Gestorías, denn die spanische Bürokratie ist ein absoluter Horror. Schlimmer als in Deutschland. Die Regeln, der Papierkram ist umfangreicher. Dokumente dürfen selten älter als 6 Monate sein, in manchen Fällen sogar nur 3 Monate. Da solltest du dich, wenn du das selber machst, gut drauf vorbereiten. Aber nur weil eine Gestoría einen vermeintlich rechtlich sauberen Touch hat, bedeutet das nicht, dass du da auch nicht abgezockt werden kannst. Ganz im Gegenteil, gerade bei einheimischen, also kanarischen Gestorías wäre ich da vorsichtig. Ansonsten kann sich das verschleppen, mehr Geld kosten als nötig. Das gleiche gilt übrigens für private Leute, die sowas übernehmen wollen. Hier landet man ganz schnell an irgendwelchen gestrandeten Schiffen, die zwar behaupten, dass sie irgendwas für dich machen könnten, also ich meine damit Auswanderer, die schon länger da leben, aber im Prinzip auch nur auf dein Geld aus sind. Mir wird also bis jetzt klar geworden sein, dass halt mit diesem Image von Spanien, dass da so irgendwie kommt man da schon durch und vielleicht ein Fufi mal so auf das Papier gelegt, das kannst du vergessen. Korruption gibt's dann natürlich ohne Ende, aber das läuft halt unter dem Motto La Familia es todo. Das heißt, für dich als Ausländer gilt das auf gar keinen Fall. Und da wäre ich ganz vorsichtig mit. Wenn du also deine ganzen unterschriebenen, abgestempelten, notariell beglaubigten, übersetzten Dokumente mitgebracht hast, dann bekommst du auf der Policía Nacional auch deine Residencia. In der Regel sofort, manchmal dauert es eben auch ein paar Tage, wenn man dich zum Beispiel überprüfen will. Mit dieser Residencia kannst du dann auch erst zum Beispiel ein Auto kaufen, ein Auto versichern, das geht alles ohne eine spanische Residencia auch nicht, oder eben ein Bankkonto mit Kreditkarte öffnen. Du kannst sogar ein Bankkonto ohne Residencia in Spanien eröffnen, allerdings keine Kreditkartenfunktion und meistens ist dieses Bankkonto dann auch eingeschränkt in der Funktion. Kurz, mit der Residencia, mit der NIE-Nummer, beginnt dein eigentliches Leben auf den Kanaren. Denn um dauerhaft und allein auf den Kanaren leben zu können, allein meine ich, dass du eben aus Deutschland abgemeldet bist, reicht es nicht einfach, diese Schritte zu gehen, sondern du bist verpflichtet, spätestens nach einem halben Jahr dort auch im Sozialversicherungssystem zu sein. Also dort Kranken-, Renten- und Pflegeversichert zu sein. Pflegeversicherung weiß ich gar nicht, ob die das haben. Jedenfalls die Krankenversicherung kannst du privat abschließen, aber dann musst du auch nachweisen auf Spanisch, dass die da gilt und die muss beglaubigt sein und diese Geschichten. Du kannst auch in dem spanischen Sozialsystem komplett sein mit der Krankenversicherung. Die ist natürlich nicht so umfangreich wie private Krankenversicherung, aber es reicht erstmal fürs Erste. Ich habe als Selbstständiger am Schluss mit der Familie etwa 300 Euro bezahlt, also wesentlich weniger als in Deutschland. Diese Residenz hier ist übrigens nur eine vorläufige Residenz, also eine vorläufige NIE-Nummer, die nur in Verbindung mit deinem Pass gilt. Also du musst mir den Pass vorzeigen und diese Residenz hier, den großen grünen Zettel. Die ist jederzeit widerrufbar vom spanischen Staat. Du kannst jederzeit, wenn du Scheiße gebaut hast, da rausfliegen, auf gut Deutsch. Was du nach 5 Jahren beantragen kannst, ist eine Residenz permanente.
Die berechtigt dich zum permanenten Aufenthalt auf den Kanaren bzw. in Spanien. Dafür musst du aber einige Nachweise mehr beibringen. Zum Beispiel, dass du eben Steuern gezahlt hast, dass du die Krankenversicherung bezahlt hast. Ein ziemlich komplizierter Schritt, der nicht zu vergleichen ist mit der relativ einfachen Beantragung in normaler Nähe mit Residencia. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos aus der Erfahrung mit der Auswanderung nach Gran Canaria helfen. Gilt halt für alle Kanaren. Allerdings sind die Nebeninseln etwas schwieriger. Zum Beispiel Hierro oder La Gomera oder auch Lanzarote haben keine eigene Inselverwaltung. Das heißt, du musst unter Umständen zu der jeweiligen Hauptinsel der Provinz. Das ist zum Beispiel für Lanzarote Gran Canaria und für La Gomera ist es wiederum Teneriffa. Lass dich von den vielen Infos nicht verunsichern. Ich habe jetzt erstmal alles auf dich einprasseln lassen, damit dir ja eben klar wird, dass es nicht so einfach ist, sonst landest du eben wie die meisten nach einem halben Jahr wieder zu Hause. Und das muss eben nicht sein. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr geht das in deinen Kopf rein, setzt sich aus 1000 Puzzleteilen zusammen und wird ein klares Bild. Und dann klappt das auch. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreibe mir eine E-Mail an die Infobox, die ich hier in der Beschreibung habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!